Rad ist schon wieder 80 Kilometer her. Ja. Naja. Naja, ein bisschen Nebel gewesen. Ah, genau. Die erste Abfahrt. Wir sind losgefahren, von der Tankstelle runter, direkt falsche Ausfahrt aus dem Kreisverkehr genommen. Direkt auf der Autobahn, falsche Richtung. Ja. Ja. Aber war jetzt nur 3 Kilometer oder was im Weg. Ja. Das macht dabei insgesamt 700 prozentual relativ wenig aus. Aber jetzt sind wir auf der richtigen Richtung. Wir sind auf A1. Auf A1 oder auf A4? Eins von beiden. Ja. A1. Und dann gleich auf A4, aber in Frankreich. Nicht in Deutschland. Und wir wollten zusammenfassen. Ja, ach genau, zusammenfassen. Komplett Frankreich zusammenfassen oder Disneyland? Wir fassen alles zusammen, glaube ich. Das ist gerade, okay, wir gerade ganz zusammen. Also, den ganzen Trip. Die entspanntesten Autobahnfahrer gibt es in Belgien. Ja. So. In Frankreich darf man nicht über die Straße gehen, fahren oder auch nur in die Nähe kommen. Kreisel sind Todes. Kreisel auch umfahren, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, und Augen auf bei Abfahrten, weil es wird gerne mal irgendeine Fahrspur auf einmal eine Abfahrt, ohne dass das Navi sagt, dass es eine Abfahrt ist. Ja. Und Mautstraßen sind wirklich, also man sieht es jetzt vielleicht, das ist eine Mautstraße, wo er mal just 13 Euro für bezahlt oder 14 Euro sogar. Ja, die sind aber wesentlich besser zu fahren als die normalen Straßen, also es ist wirklich eine Katastrophe auf den anderen Straßen. Das merkt man schon. Okay, dann Disneyland. Ist blanker Wahnsinn. Ja. Ja. Also Disneyland, the happiest place on earth, ist einfach wahr. Also wir hatten ja wirklich, also ich hatte hohe Erwartungen, die wurden mehr als erfüllt, sage ich jetzt mal. Ist eine Spur noch links. Ja, jetzt kommt natürlich direkt eine Baustelle, wenn wir hier am Vloggen sind. Wir hatten verschiedenste Fahrgeschäfte, also... Genau. Ja, also die Fahrgeschäfte waren eigentlich voll nach unserem Geschmack. Wir sind ja nicht so die höher, schneller, looping Action, sondern die Fahrgeschäfte waren halt eher auf Szenerie ausgelegt. Zum Beispiel Peter Pan. Bei Peter Pan saß man in einem kleinen Segelschiff. Das Segelschiff hing unter der Decke und dann ist man erst durch das Haus dieser Kinder geflogen. Und dann nachher über London, durch den Sternenhimmel und dann war man im Himmelland. Man hatte wirklich das Gefühl, man fliegt, ne? Weil man einfach in so einem schwarzen Raum war mit diesen Sternen und dann unter sich halt London. Und das haben sie richtig gut gemacht, diese Kulissen. Oder halt Schneewittchen und das war das andere, Pinocchio, waren halt einfach so Fahrgeschäfte, wo man... Die Werkstatt von Geppetto zum Beispiel durchfahren. Halt so durchgefahren, ne? Aber das war alles total detailreich und total süß gemacht. Ja. Was wir dann noch, wir hatten noch so eine kleine Bootsfahrt, die war auch richtig cool. Also da sind wir durch die Höhle von Aladdin gefahren. Stimmt, ja. Dann hatten wir das absolute Highlight, Flucht der Karibik. Das war richtig cool. Das war auch das Wildeste. War das Wildeste, da gab es nämlich 2 Drops. Also ich habe geschrien wie am Spieß, weil es irgendwie so 2-3 Meter geht das dann halt mal so runter, aber ich war darauf vorbereitet seelisch. Ja. Aber auch die Kulissen mega geil. Ja, man geht da draußen bei 30 Grad und strahlender Sonne, geht man rein, steht in der Schlange und auf einmal denkt man, man steht irgendwo in der Karibik um Mitternacht mit Palmen und man sieht die Gebäude von außen mit ihren, weiß nicht, Reetdächern. Ja, also das war so gut gemacht, dass man hat wirklich gedacht, man ist draußen, aber genau, man ist einfach drinnen. Das ist total witzig gemacht gewesen. Ja, das war richtig. Dann richtig Highlight, also wir waren ja jetzt ist es Oktober, bald ist Halloween. Es war alles in Halloween-Optik, also überall waren Kürbisse und dann war so Maleficent lief uns entgegen und hat dann so gemacht. Angefaucht von Maleficent. Und da war halt total viel Gespenster und sowas. Und was ich persönlich richtig gut fand, war dann halt Coco. Also der Film kam ja letztes Jahr erst raus und das hat ja halt mit Spanien und Halloween und der Nacht der Toten oder so, wie das heißt, zu tun. Und das war einfach total klasse, weil überall diese bunten Figuren standen und dann kommt man irgendwo um die Ecke und dann ist in irgendeinem Restaurant da, in so einem mexikanischen Restaurant, spielen dann einfach Ach, so Linie Mani Caballeros oder so. Ja,
mit, also so Geige mit und Trompeten und so eine Gitarre. Und die haben das richtig gut gemacht, auch live. Haben gesungen und das war richtig klasse. Also ja. Das hat mir so vom Szeneriebild am besten gefallen, eigentlich diese ganze Halloween-Geschichte. Also das war schon richtig cool. Dann, ja, wie schon gesagt, es war eher so Freizeitpark-Charakter noch, vom Feeling her. Ja. Und dann gab es dann abends die Parade. Große Parade. Ja, 17:30 war es. 17:30. Das war schon richtig cool, weil dann sieht man auch wirklich einmal alle Charaktere. Ja, so. Und der Jafar und dann hast du Aladdin dabei. Mary Poppins war dabei. Und kleine Törtchen, die am Tanzen waren. Und Mickey Mouse. Und also das war schon richtig Elsa richtig und cool. Anna und alle eigentlich, alle, die man sich so vorstellen kann. Genau. Und die haben auch richtig coole Stimmung gemacht. Also auf die Leute zugegangen und haben dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Move gemacht. Ja, das war schon richtig, richtig cool. Genie war auch dabei. Genie war dabei. Ja, danach hatten wir dann noch mal ganz kurz, also wir sind da ja irgendwie wollten ein bisschen shoppen gehen, weil da halt so ein bisschen freie Zeit war, sage ich jetzt mal, bis zu der Abschlussshow. Und da war dann noch mal auf einer Bühne einfach nur alle Bösewichte. Genau, it's das good war to be auch bad. Richtig, ja, it's good to be bad. Die haben dann da gesungen und getanzt und es waren einfach, alle. Es waren Jafar war dabei, Frollo, die Geschwister und die Stiefmutter von Cinderella. Ja. Wer war noch? Ah, der aus Küss den Frosch, der Böse. Ich weiß gar nicht, wer halt. Gaston war auch dabei. Genau, der war auch noch dabei. Also alle Bösen. Das war richtig, richtig cool. Ja. Ja, und dann kam natürlich das absolute Highlight eigentlich des ganzen Tages. Das muss man einfach so sagen. Disney Illumination. Disney Illumination ist einfach so krass gemacht. Also ich habe eigentlich nur geheult, weil es so schön war. Da war Feuerwerk, Musik, es war alles schön bunt und dann dieses Schloss und das war einfach mega cool. Und die neben mir war am Heulen, die rechts von mir war am Heulen, alle waren am Heulen irgendwie. Mein Feuerwerk, die vor Freude, ne? Also, ja. Ja, das war richtig cool. Weil wir da auch mal Film sehen, irgendwie so, wir sehen dann so die Charaktere dann als Projektion und so Nemo. Und dann halt auch so ein bisschen was gefehlt hat, ne? Ich sag mal, so König der Löwen war nicht so viel als Thematik. Oder Ariel oder Schön und das Biest, das haben die halt alles da aufgenommen, ne? Das war richtig toll. Ja. Genau, das war super. Dann am nächsten Tag sind wir los und erst, wir wollten eigentlich nach Notre Dame, sind dann aber am Louvre gelandet. Ja, als erstes. Das war auch ganz cool, mal gesehen zu haben, diese Glaspyramiden. Die waren auch direkt morgens da, da war noch nicht so viel los. Ja. Rein mussten wir jetzt nicht, weil wir haben keine Ahnung von Kunst. Ja, Mona Lisa, ja. Ja. Ist halt gut und schön, aber wenn man keine Ahnung von Kunst hat, lohnt sich das einfach nicht. Ja, ja. Und es war eine Riesenschlange. Genau. Trotzdem schon. So. Aber wir haben vorher noch einen Kaffee bei Pret gekriegt. Ach, Pret, genau. Das heißt ja irgendwie anders. Pret-à-manger oder wie auch immer. Pret-à-manger. In London heißt es einfach Pret. Pret, der Manga. Wie auch immer. Auf jeden Fall, da kann man uns ja schon aus, wegen London. Hat auch wieder geschmeckt. War super. War super. Nach Louvre sind wir zu Dings gelaufen, ne? Notre Dame. Nach Notre Dame. Wir sind vom Louvre nach Notre Dame gelaufen. Das war, ja, Notre Dame. War beeindruckend zu sehen. Ja. War auch eintrittfrei, außer die Türme. Ich habe eine Kerze für Oma und Opa angezündet. Tja. War allerdings, dadurch, dass es halt kostenlos ist, relativ voll. So. Ja. Dann sind wir ein bisschen durch die Straßen gewackelt. Bisschen durch die Straßen gewackelt, genau. Bisschen was erkundet und dann auch mit der U-Bahn, S-Bahn. Nee, du hast noch vergessen, dass wir da noch zwischen gegessen haben. Da hatten wir Käse-Schinken-Croissant und Kartoffel-Quiche, sage ich jetzt einfach mal. Kartoffel-Gratin, Besserteig. Genau. Genau. Und dann sind wir zum Eiffelturm. Genau, sind wir mit so einer, ich sag mal, einem Regionalexpress, der durch U-Bahn-Tunnel fährt. So ungefähr sieht es da aus. Und dann haben wir in der U-Bahn-Station einen Hema-Shop gefunden, den wir eigentlich aus Holland kennen. Ja, und die hatten gefüllte Spekulos, für die wir eigentlich nach Amsterdam fahren wollten. Hm? Ja, wir haben uns direkt mal einen geangelt. Ja, ja, leider nur einen, aber ich hatte halt die Befürchtung, dass er voll zermatscht ist, wenn wir wieder zurückfahren. Und ja, er ist voll zermatscht, aber er wird bestimmt immer noch schmecken. Ja, also das war sehr erfolgreich. Eiffelturm war auch beeindruckend. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Wir waren zwar nicht hoch und der Park drumherum war abgesperrt. Also man konnte nur auf den Wegen, die Rasenfläche war abgesperrt. Aber es war schön, wir haben uns da hingechillt auf so eine Parkbank. Genau. Und das war eine ganz schöne Ansicht, so durch das Herbstlaub durch und dann den Eiffelturm im Hintergrund. Das war schon ganz nett. Auf jeden Fall. Ja, und ist aber sehr außerhalb der Eiffelturm, da fährt man nochmal 20 Minuten. Ja, also das ist schon, also sehr weitläufig alles irgendwie. Und dann hatten wir natürlich noch Dame de Coeur. Darauf wollten wir warten. Dame de Coeur ist halt so wieder eine Illumination Show an Notre Dame. Und naja, das sollte anfangen um 19.30 Uhr. Und naja, dann sind wir noch in eine Bar und haben Bier getrunken und haben Schinkenbrot gegessen. Das war richtig gut. Das war total toll. Also so ein bisschen runterfahren, einfach alles ein bisschen Revue passieren lassen. Ja. Und dann halt... Halber Liter, 5 Euro. Ja, läuft. Hat aber gar nicht besoffen gemacht, das war irgendwie ein bisschen komisch. Naja. Ja, war bestimmt gestreckt mit Wasser, aber egal. Aber es war eigentlich ganz lecker, also... Ja. Genau. Das war unser Tag gestern und jetzt sind wir hier. Ja. Und also Dame de Coeur war... eigentlich ganz okay. Also wir hatten gedacht, wir können noch Tickets kaufen, dass wir nach vorne mit können. Ging aber irgendwie dann doch nicht. Und dann haben wir halt von weiter hinten geguckt. Also es war schon ganz cool. Wäre halt nur schön gewesen, hätten wir in Notre Dame reingehen können, aber so war es auch okay, muss man halt kein Geld bezahlen. Ne? Ja, war auch sowieso relativ voll. Also genau, also es war sehr, sehr, sehr überfüllt. Ja, und jede Menge Militär und Polizei unterwegs, ja, Bulli-weise mit Maschinengewehr, lang marschiert da in Turm. Also die haben, weiß nicht, ja, legen da schon einen großen Wert auf Sicherheit, sag mal so. Aber ich finde, man gewöhnt sich mittlerweile dran. Also wenn man jetzt erstmal in London war und jetzt in Paris mit den Maschinengewehren und so, am Anfang habe ich ein bisschen komisch geguckt, als wir in London angekommen sind, zum Beispiel mit dem Flugzeug, und du hast da auf einmal Maschinengewehr.